Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alex Rouge beantwortet häufige Mitgliederfragen. Hier an meiner Seite Alex Rouge. Und die erste Frage ist, welches ist das stärkste Marketinginstrument in der Rouge-Firmengruppe? Eine sehr gute Frage, es wird mir oft gestellt. Und eigentlich, es wird jetzt sehr spannend sein, das zu erfahren. Weil viele denken ja, was kann es sein? Der Rouge macht das, er macht das, er macht das, er macht das. Wir machen so vieles und es ist auch wichtig, dass man vieles macht, dass man einen Marketingplan hat, dass man möglichst viele Sachen ausprobiert und es auch schön breit abstützt. Aber ich kann dir verraten und auch den Zuschauern hier draußen, es ist E-Mail- und Newsletter-Marketing. Mhm. Das hat dich jetzt vielleicht auch überrascht, weil du hast da die Fragen dir notiert, aber du weißt die Antworten noch nicht. Mhm. Und es ist wirklich so, ich mache E-Mail- und Newsletter-Marketing seit 1998. Mhm. Wir haben einen starken E-Mail-Verteiler aufgebaut. Wir machen sehr vieles, damit es spannend bleibt für die Stammkunden, für die Leute, die schon lange uns verfolgen. Immer wieder mal Abwechslung, immer wieder mal neue Überraschungen, Schocker, ab und zu Gratis-Inhalte, besondere Sachen, Sonderangebote, die es nur über den E-Mail-Verteiler gibt. Somit ist es wirklich ein sehr, sehr starkes Instrument, auch in Kombination mit anderen Instrumenten. Also Nummer zwei ist jetzt bei uns zum Beispiel die Postmailings, die sind auch sehr stark, die wir so viermal pro Jahr machen an die Stammkunden oder an die aktiven Kunden. Und auch unsere Zeitschrift, noch erfolgreicher. Da haben wir, glaube ich, auch irgendwo hier, machen wir so ganz spontan, hier eine Ausgabe, noch erfolgreicher. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Instrument, man kann es abonnieren. Unsere Mitglieder bekommen es auch. Aber wir haben natürlich auch hier drin Anzeigen von uns, Eigenanzeigen. Und die bringen auch viel. Man merkt es immer wieder, jetzt kam gerade wieder eine neue Ausgabe raus. Und man spürt sofort, wie Bestellungen kommen. Plus natürlich eben x andere Instrumente, die da auch wieder mithelfen. Ich denke, auch der Newsletter-Verteiler läuft natürlich besser auch, weil wir auf Social Media präsent sind, weil wir auch Fax-Mailings machen und alles, was man sich vorstellen kann. Und auch immer alles schön messen. Mhm. Ist auch wichtig, dass man es misst. Ja, da wäre meine Frage vielleicht an dieser Stelle einfach nur auch, um uns auch so ein bisschen kritisch in den Raum zu werfen. Ja. Viele Leute sagen, dass E-Mail-Marketing mittlerweile schon tot ist, ja, weil es natürlich schon so eine, ja, so ein Marketing-Instrument ist, welches schon sehr, sehr lange Jahre auf dem Markt eben existiert. Ja, ne? Ja, und dass eher sowas wie Social Media oder andere Kampagnen viel, viel effektiver sein. Ja. Wie siehst du das? Weil du siehst ja die Zahlen anhand der ganzen Sachen. Es geht um die Zahlen. Es geht eben nicht darum, was man denkt, sondern die Zahlen, die sagen uns, wo der Umsatz herkommt. Ich mache auch ab und zu mal so zum Spaß, wenn ein neues Produkt rauskommt, dann kündige ich es an auf Social Media. Mhm. Schau, was passiert. Meistens sehr wenig. Und dann mache ich das E-Mailing an unsere Liste und dann kommt der große Run mit den vielen Bestellungen. Und da merke ich, E-Mail-Marketing ist sehr wichtig, es geht immer noch gut. Es ist klar, man kann nicht mehr das Gleiche erreichen wie vor 10 oder vor 15 Jahren. Also die Öffnungsrate ist nicht mehr gleich groß und auch die Zustellbarkeit. Man muss auch schauen, wie man den Spamfilter umgehen kann und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum wir weiterhin auch Postmailings machen, wo ich eben dann weiß, wenn ich ein gutes Postmailing mache, dann erreiche ich wahrscheinlich 99%, habe ich eine Öffnungsrate von 99% mit einem sehr, sehr guten Postmailing im Rouge-Marketing-Stil. Mhm. Interessant. Also bei mir ist es auch so, dass ich natürlich auch E-Mail-Marketing verwende, um digitale Infoprodukte und sowas zu verkaufen. Mhm. Und bei mir ist es so, dass ich möglicherweise, logischerweise, habe ich nicht so viele Vorerfahrungen wie du, wenn es um E-Mail-Marketing geht. Ja. Und aus meinen Zahlen, die ich eben aus den Statistiken lesen kann, kann ich zum Beispiel relativ viel ableiten, auch aus YouTube. YouTube benutze ich zum Beispiel als Hauptquelle, um Dinge zu verkaufen, ja, also um Direktverkäufe zu machen. Ja. Aber YouTube kann man zum Beispiel auch super benutzen, um Leads zu generieren. Genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, weil selbst die größten Social Media Experten in Amerika sagen fast alle, benutzt Social Media, macht all das, was ich hier sage, aber sammelt E-Mail-Adressen, damit ihr dann die Leute per Mail anschreiben können. Also man sieht auch hier wieder, wenn sogar die größten Social-Media-Experten sagen, ihr braucht die E-Mail-Adressen des Interessenten, das zeigt ja, E-Mail-Marketing ist nicht tot, im Gegenteil. Ja, weil was vielleicht auch interessant ist, ist, wenn man zum Beispiel über YouTube an sich einen Verkauf tätigen kann, ne? Mhm. Zum Beispiel Leute schauen sich einen YouTube-Kanal an, schauen sich Videos an und dann ist am Ende des Videos ein Pitch,
Und dann gehen die Leute auf den dementsprechenden Link in der Beschreibungsbox, klicken da drauf, kommen aufs Verkaufsvideo, kaufen sich das Produkt und dann hat man zwar die E-Mail-Adresse vom Käufer, aber man kann die Person ja nicht einfach so anschreiben, ne? Weil sie sich nicht eingetragen hat in einen E-Mail-Verteiler. Ja. Und aber gut, das, man kann ja auch dann einen Haken setzen und dann wird er dann auf diesem Weg dann auch eingetragen. Genau, könnte man machen, richtig, ja. Und ich denke mal auch, dass es an sich sehr, sehr effektiv ist, dass man eben die Leute auch in den E-Mail-Funnel reinpackt, damit man eben immer wieder die Möglichkeit hat, die Person noch mehr Mehrwert zu geben, noch mehr Inhalte zu geben und dementsprechend auch mehr Verkäufe zu tätigen. Ja, genau. Es muss das wirklich reingepackt werden in den ganzen Mix. Und wie jetzt auch bei uns, wenn wir jetzt einen Interessenten generieren, bekommt er meistens nicht einfach nur E-Mailings, er bekommt auch Postmailings, er bekommt Faxe, er bekommt Telefoncomputeranrufe und so weiter, je nachdem, was wir verkaufen. Mhm. Was eben schon sehr wichtig ist, dass man alles einsetzt im Marketing. Alles klar. Für alle Leute, die natürlich mehr über Alex Rouge wissen wollen, zum Thema Marketing, zum Thema Erfolg, zum Thema Reichtum, dann kann man einfach den YouTube-Kanal hier abonnieren, einfach unterhalb auf Abonnieren klicken und somit verpasst man keine weitere Folge in der Zukunft. Alles klar. Wir wünschen einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.